Meine Geschichte beginnt auf einer kleinen friesischen Insel. Man nennt sie Spiegeleiland. Warum, weiß ich auch nicht. Ich bin Maler und male Watt. Watt gibt es hier mehr als genug. Sonst gibt es hier eigentlich nur Sand und Meer. Und meine vier besten Freunde natürlich. Es sind auch meine einzigen. Pitt, Oskar, Arthur und Mike. Mike, der uns wie jeden Morgen aus unseren Träumen weckt. Mit dem lieblichen Ruf. Aufgestanden! Oh. Die größte Insel der Welt. Die schönste ist sie auf jeden Fall. Jedenfalls für mich. Und ich glaube, jeder Tourist würde mir recht geben, wenn nur mal einer käme. Vom Tourismus leben wir hier nämlich. Wir versuchen es jedenfalls. Und heute habe ich ein gutes Gefühl. Showtime, Freunde! Touristen! Leute, wenn wir heute nicht endlich mal richtig Kasse machen, dann... Heute habe ich ein gutes Gefühl. Das sagst du doch jeden Tag. Jungs, ich habe hier leider eine Statistik, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich jemals jemand für unser... Jungs! Sind das alle? Immerhin doppelt so viel wie gestern. Hey, ich weiß genau, was du brauchst, mein Junge. Du brauchst Bewegung, du bist doch so ein Bewegungstalent. Ich kann dir mal ein paar coole Moves zeigen, pass mal auf. Das sieht doch cool aus, oder? Hab den Sub erfällt. Wozu braucht man das? Lennylein. Wie wär's mit einer coolen Kappe, Kumpel? Oder ganz neu im Angebot unsere speziellen Spiegeleiland-Sportschuhe. Von Schopf bis Spann auf Spiegeleiland eingestellt. Habt ihr Cheeseburger? Ah, ein Feinschmecker. Da habe ich genau das Richtige für dich. Unsere Kinderüberraschung Kabeljau. Ist das Fisch? Wenn ich auf meine Kabel schaue, sehe ich am liebsten Kabeljau. Interessierst du dich für Bilder? Ich habe ja ein paar Wattbilder. Komm, Lenny, die haben echt gar nichts. Nix hab ich auch. Kostet nur 3 €. Wenn du das noch einmal machst, Freundchen, dann... Was dann? Beinahe. Beinahe wären sie geblieben. Der Junge hatte schon richtig Feuer gefangen. Wenn unser maßlos, mies gelaunter Mike nicht einmal mehr die Nerven verloren hätte. Mikey, Mikey, Mikey. Entschuldige, aber mein Nervenkostüm sitzt etwas stramm. Außerdem hat er angefangen. Und am liebsten hätte ich ihn... Jungs, ja? Ich habe hier eine Statistik, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich jemals jemand für unser Eiland interessieren wird. Zwischen 0 und 1%. Immerhin.
Außerdem habe ich gehört, dass nur 48% aller Statistiken stimmen, weil 52% aller Befragten bei Umfragen, ob sie auf Umfragen antworten würden, Umfragen mehr als fragwürdig fanden. Ich finde, wir brauchen eine eigene Spiegeleiland-Homepage. Weniger Regen, mehr Sonny.de. Da, das ist es doch. Wieso stottert er plötzlich auf einmal? Verstehe. Spiegeleiland, mein modernes Mallorca. Ballermann für Bildungsbürger. Genau, auf keinen Fall Bumstourismus. Wieso? Fremdenverkehr ist doch besser als gar keiner. Pariser Woche auf Spiegeleiland. Haute Couture küsst Côte d'Azur. Als ich noch ein Boulevard, damals auf dem Boulevard, mitten in Paris. Ich kann auch einen Satz mit Boulevard. Beim Melden wurde dem Melker klar, dass die Kuh ein Boulevard. Leute! Ich meinte eigentlich mehr so eine Art Werbefilm, der unsere Insel bekannt macht. Und den müssen wir dann nur noch ins Netz stellen. Ganz großes Kino. Spiegeleiland, Traum im Watt. Wenig Regen, Sonne satt. Spiegeleiland, du im Watt. Watt nur hart. Fernab der ausgetretenen Pfade des Massentourismus strömen alljährlich Massen von Touristen aller Herren Länder nach Spiegeleiland. Und alle sind hellauf begeistert von der naturbelassenen Schönheit dieser einzigartigen Dünenlandschaft. Wir sind hellauf begeistert von der naturbelassenen Schönheit dieser einzigartigen Dünenlandschaft. Jung und alt genießen das sonnige, unbeschwerte Strandleben. Wir sind jung und alt und genießen das sonnige, unbeschwerte Strandleben. Bereits zur Begrüßung gibt's einen besonderen Leckerbissen, speziell für die Damenwelt. Spiegeleiland, ja! Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Unser mehrfach ausgezeichneter Chefkoch Pitt verwöhnt sie fürstlich mit kulinarischen Highlights aus der maritimen Cuisine. Fürstlich diese kulinarischen Highlights aus der maritimen Cuisine. Und das zu durchaus bürgerlichen Preisen. Das sind ja durchaus bürgerliche Preise. Oscar, seines Zeichens bestuniformierter Inselführer der Insel, erwartet sie zu einer seiner vielfältigen Inselrundfahrten. Dann mal los, Oscar. Natürlich mit Bioantrieb. Die Rundfahrt führte zu den Nistplätzen der seltenen Kichermöwe. Und nur hier ist das anmutige Liebesspiel der majestätischen Kaiserpinguine noch in freier Wildbahn zu beobachten. Unser geschultes Fachpersonal sorgt für die nötige Fitness. Besonders stolz ist Mike auf seinen Powerwalk Strong Runner. Geht das nicht schneller, Mike? Kultur wird auch auf Spiegeleiland großgeschrieben. Auf Wunsch signiert der Maler seine Bilder sogar persönlich. Auf Wunsch resigniere ich sogar persönlich. Wunderbar. Wahnsinn. Frau Rostal, sofort zu mir. Ja. Unglaublich, Herr Dumersac. Der Croupier in Tisch 8 wollte wieder sein Trinkgeld für sich behalten. Was halten Sie von einer öffentlichen Degradierung? Unsinn. Schauen Sie sich das hier mal an. Ja, und? Sehen Sie denn nicht dieses Bild? Diese zeitlose Schönheit, dieser enorme Ewigkeitswert. Können Sie sich vorstellen, was mir dieses Bild bedeutet? Können Sie nicht, ne? Nein, ehrlich gesagt nicht ganz. Können Sie das Bild wenigstens vergrößern? Das doch nicht, das da hinten an der Wand. Ja, der Sommer. Kees van Waal, 1661. Er ist schon etwas anderes als dieser alberne Rokoko-Kokolores. Ich muss dieses Bild haben. Ist das denn so wichtig für Sie? Das können Sie sich doch denken. Sie kennen doch die drei Bilder in meinem Tresor. Welche Bilder? Ja, die vier Jahreszeiten. Ich denke, es sind nur drei Bilder. Spracherkennung aktiviert. Rokokokokokolos. Code nicht akzeptiert. Das war ein Code zu viel. Ich weiß. Rokoko Colores. Code nicht akzeptiert. Das war ein Code zu wenig. Muss das denn so kompliziert sein? Das war Ihr Vorschlag. Rokoko Colores. Code akzeptiert. Und denken Sie sich gefälligst etwas Simpleres aus.
Leider fehlt ihr ein Bild. Noch. Verstehen Sie jetzt, warum ich das Bild haben muss? Koste es, was es wolle. Was soll es denn kosten? Die drei haben mich fast gar nichts gekostet. Die hat mir ein Spieler als Sicherheit überlassen. Vor ihrer Zeit. Er wollte unbedingt weiter verlieren. Das klingt günstig. Was das vierte betrifft, hoffe ich, dass meine 11 Millionen reichen. Das klingt aber nicht günstig. Falsch. Was glauben Sie, was der ganze Zyklus bringt? Seit Jahren habe ich darauf ihn gespart. Sie haben 11 Millionen gespart? Ja. An Steuern. Ist er offenbar schon. Sagen Sie mal, wann kommen denn die anderen Touristen hierher? Welche anderen? Ja, kommen denn immer nur so wenige? So wenige? Drei wären schon Rekord. Ja, aber davon kann doch kein Mensch leben. Die schon, aber fragen Sie mich nicht wie. Frau Hostal, haben Sie das Geld? Das ganze schöne Schwarzgeld, 11 Millionen. Und für den Fall, dass er nicht verkaufen will, habe ich noch etwas Wirkungsvolleres. Frau Hostal, Sie sind für meine Sicherheit zuständig. Und das gilt auch und vor allem für mein Image. Eine polizeiliche Untersuchung kann ich mir in meiner steuerlich mehr als labilen Position jetzt nicht leisten. Sieht doch tatsächlich so aus, als hätten die das Geld bitter nötig. Sowas Primitives. Oh, vielleicht hätten wir besser Glasperlen mitgebracht. Zum Tauschen. Frau Rostal, wenn wir unser Kaufinteresse nicht allzu deutlich zeigen, dann können wir den Preis bestimmt drücken. Unter 11 Millionen? Deutlich unter 11 Millionen. Spiegeleiland! Alles aussteigen! Denken Sie dran, wir kommen in Frieden. Leider. Ahoi! Mit der Erlaubnis an Land kommen zu dürfen. Natürlich, bitte! Gestatten, Jean du Mersac. Dumasack, den Namen kann ich mir merken. Meine Gattin. Oh, da sind Sie wohl Frau Dumasack. Ah, das ist wohl Ihre Visitenkarte. Genau. Ganz neu im Angebot unsere speziellen Spiegeleinern Sportschuhe. Oder wie wär's mit einer Kappe im klassischen Klabauterlook? Von Schopf bis Spann auf Spiegeleiland eingestellt. Ah. Oh. Moment. Dafür gibt's die dazu. Mhm. Na, wie sehe ich aus, Schatz? Als hättest du nie was anderes getragen, Schatz. Schau nur diese netten Bildchen. Zu Hause habe ich noch mehr davon. Ah, die müssen wir uns unbedingt anschauen. Nach dem Essen. Wir haben in der Kabeljau-Klause einen schönen Tisch für Sie reserviert. Sie mögen doch Kabeljau. Das ist so eine Art Dorsch. Dorsch ist schlimmer als Heimweh. Eben, deswegen verzichten wir auf Kabeljau. Kabeljau, köstlich. Erfrischend. Meine persönliche Gerichtleib. Kabeljakidis Peloponnes, wie du so schorle. Funfrisch aus Nippon, von Lehm gehand, massierte Kabeljau-Sushi mit Wasabi-Einlauf. Vereinigte Exzellenten, erlaubt meiner Wenigkeit präsentieren zu dürfen, Kabeljau-Hackbällchen-Curry mit Kichererbsen. Et voilà, le cabillotière marinière avec sa sauce de verdu sans serre à la manière de Pierre, hein? Das nehmen wir. Deux fois. Zweimal. Bien sûr. Cabillotière de marinière à votre Pierre de sans serre. S'il vous plaît. Pierre à votre mère. Im Dictionnaire stand nicht viel mehr, jetzt wird es schwer, ich weiß nichts mehr. Da! Ein Kaiserpinguin. Doch nicht. Und hinterher sind Teller leer. Wann schauen wir uns endlich die Bilder an? Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Wie die Zeit vergeht. Zu den Bildern geht's da lang. Oh. Seht ihr, Jungs, Werbung bringt's total. Das sind die Ersten, die den ganzen Fisch mit Gräten aufgegessen haben. Sind die Ersten, die ihn überhaupt aufgegessen haben? Ich zeige dir jetzt mal ein paar Wattbilder. Das ist Watt am frühen Morgen. Und hier ist Watt am nicht mehr ganz so frühen Morgen. Und hier Watt am frühen Spätnachmittag. Und hier Watt am
späten Spätnachmittag. Und jetzt habe ich noch was ganz Besonderes. Tada! Watt bei Nebel. Fantastisch. Nein, nein, Watt bei Dämmerung. Ach, man sieht ihn förmlich dämmern, den Morgen. Nicht wahr, Schatz? Nein, nein, Abend, das ist abends. Kostet aber dasselbe, 5 Euro. Morgendämmerung habe ich auch. Wenn Sie noch eins dazu nehmen, mache ich Ihnen ein Sonderangebot. 3 Bilder zum Preis von 4. Tja, dann nehme ich die beiden da und das da. Nein, das ist unverkäuflich. Das hat mir mein Vater auf dem Sterbebett verkauft. Und der hat es von seinem Vater und der von seinem Vater und der von seinem Vater und der hat es von... Lassen Sie mich raten, von seinem Vater? Nein, von seiner Mutter. Und der Vater der Mutter, der hat es gemalt und deswegen ist es unverkäuflich. So, ich hole Ihnen jetzt die Morgendämmerung. Ja. Will der den Preis hochtreiben? Ich werde doch nicht an so jemanden mein schönes Schwarzgeld verschwenden. Ich hab's gleich. Zum Glück gibt es ja noch billigere Methoden. Hm? Ist doch viel zu laut. Richtig. Ich dachte eher an die Waffen einer Frau. Frau Rostal, bitte. Sie wissen genau, was ich meine. Hm? Lady. Fantastisch. Ich hätte eine Bitte. Ich würde so gerne die Schönheit meiner Gattin verewigen lassen. Ob das geht? Ewig ist doch niemand jung. Obwohl man auf älteren Fotos irgendwie jünger aussieht. Also, wollen Sie mich nun malen? Naja, ich bin Wattmaler und brauche die Transpiration. Deswegen dachte ich auch als Akt. Hey, Sie sollen mich abmalen, nicht bemalen. Haben Sie noch nie einen Akt gemalt? Akt? Ich noch keine Akt gemacht. Ständig male ich Akte. Akt bei Nacht und Nabel, Akt bei Nackt und Nippel, Nebel. Sie sollen mir kein Kostüm maßschneidern. Nein, ich muss die beiden Portionen, die beiden Proportionen messen. Sonst mache ich einen Busenfühler, einen bösen Fehler. Wenn Sie es lieber hinsetzen möchten, oder haben Sie keine Lust zu warzen? Warten. So, fertig ist der Akt. Adieu, Maestro. Sie haben mich mit Ihrer Kunst unendlich bereichert. Halt! Ihr Koffer. Hallo, ihr Bill. Hallo. Was ist denn los? Die haben ihr Bild vergessen. Was denn für ein Bild? Das hier. Schweinkram. Spracherkennung aktiviert. Rokoko. Moment. Sie haben doch gesagt, ich soll mir was Simpleres ausdenken. Was ist das denn? Abraham. Abraham? Code akzeptiert. Jetzt raten Sie mal, was mir der ganze Zyklus bringt. Ich schätze die 4 auf mindestens 50 Millionen. Bei einem Einsatz von 20 Euro. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen. Moment. Ich habe jetzt einen sichereren Platz. Sicher wie in Abrahams Schoß. Otto! Was ist denn mit dem? Otto! Er sagt nichts. Das höre ich auch. Da stimmt was nicht. Aber was? Vielleicht fehlt ihm ja was. Seht ihr das nicht? Es wäre ein Unding, auf die Distanz die Diagnose zu deuten. Ich bin doch kein Doktor. Fällt euch wirklich nichts auf? Sein Wandgemälde.
Ich sehe kein Wandgemälde. Ja, eben, das ist ja die Situation hier. Naja, wahrscheinlich hat er es gestern verkauft. Sein einziges Erbstück, bestimmt, ja. Wenn, dann haben sie es ihm geklaut. Ja, dass er auch so an dem alten Schinken hängt, das kann man sich kaum vorstellen. Man kann. Ich meine, jeder minimal mitfühlende Mensch wäre mitgenommen, wenn ihm das einzige Erinnerungsstück entrissen würde, was ihm sein einziger verstorbener Vater hinterlassen hat. Aber ich nicht. Das Einzige, was mein Vater mir hinterlassen hat, war meine Mutter. Sei froh, dass du eine Mutter hast. Meine ist Zigaretten holen gegangen, nie wieder zurückgekommen. Mit 5. So jung hat die schon geraucht? Sie doch nicht. Ich war 5. Ach so. Und ich habe erst mit 6 jungen Jahren meinen ersten eigenen Elektroföhn erhalten. Meine Eltern haben mich immer mit Knoblauch gefüttert, damit sie mich besser wiederfinden. Im Dunkeln. Gratulation zum großen Preis für die grausamste Kindheit. Otto! Er wird schon drüber hinwegkommen. Und heute Abend ist er bestimmt wieder ganz der Alte. Obwohl, so schaue ich mir das Elend jedenfalls nicht länger an. Und diese Mutter Monika mit anzuhören, ist auch mehr als mörderisch. Und was wollen wir dagegen tun? Ist doch klar, wir holen ihm sein Beet zurück, sonst wird das nie was. Moment, das heißt, du meinst, da müssten wir runter von der Insel. Aufs Festland. Ja, und was ist denn so schlimm daran? Eigentlich alles, aber... Kein Aber, es geht hier um Otto. Nein, was wären wir denn ohne ihn? Ihr seht doch, was wir ohne ihn sind. Ohne ihn sind wir... zu viert. Aber wer ist schon dieser dumme Sack? Der wird sich noch wünschen, dass seine Mutter nie geboren wäre. Denn jetzt bekommt das mit einer straforganisierten, stramm disziplinierten, streng frisierten, stark engagierten, voll durchtrainierten, frisch rasierten, hochmotivierten, auf ein Ziel fixierten Eliteeinheit zu tun. Kommt sonst noch jemand mit? 5 Finger sind eine Faust. Schluss mit frustig. Wir sind startklar. Wir holen uns dein Bild zurück. Ja. Ja, so sicher wie das Amen in der Küche. Genau. Was wollt ihr wirklich für mich tun? Du hängst doch so an dem Bild. Wenn man sie nicht zusammenfaltet, wozu hat man denn Feinde? Alles wird gut, mein kleiner Pinguin. Vorsicht! Was? Frisch gebügelt. Ach so, Frisch frisiert. Frisch manikürt. Komm mit. Ein Erinnerungsfoto. Gewohnt gelassen gucken. Gucci. Das war klar wie Kalbskonsommee. Ohne Krawatte kommt keiner ins Casino. Arthur, Giftgrün auf Grasgrün, das geht gar nicht. Was denn? Nimm mal lieber die
Die da? Rostrot. Gewagt, aber genial. Mhm. Herr Pitt, lass den Quatsch. Querstreifen machen dick. Da habe ich was ganz Besonderes. Darf ich bitte? Mike, kein Kavalier trägt die Krawatte auf dem Rücken. Kennt ihr übrigens den Unterschied zwischen einer Krawatte und einem Ochsenschwanz? Der Ochsenschwanz bedeckt das ganze Arschloch. Darauf wäre ich ja gar nicht gekommen. Aber er ist wirklich mehr der Fliegentyp. Fliegentyp? Ich dachte, ich hätte mehr was Hummelhaftes oder was Zäckiges. Scharfe Schnalle. Bitte? Guter Gürtel. Ach so. Ja, den habe ich selbst entworfen. Die vier Jahreszeiten und Sie haben sie exklusiv. Das Fernsehen. Harry Hirsch. Harry Hirsch vom Fernsehen. Natürlich passt es mir morgen. Ja, gegen 16 Uhr. Sie kommen also mit dem Hubschrauber. Also bis morgen. Ich freue mich. Alter Fatzke. Jennifer, die neue Poker-Dealerin. Guten Tag. Umdrehen. Was? Umdrehen. Demnächst schicken Sie mir noch Kinder. Sie trauen sich also zu, einen Pokertisch in den Griff zu kriegen, ja? Ich denke schon, ja. Sie denken schon. Sie denken, blond sein, bisschen blöd lächeln, das reicht schon. Wissen Sie, hier wird Texas Hold'em gespielt. Das ist eine ernsthafte Sache. Eine Männersache. Verstehen Sie überhaupt etwas vom Pokern? Naja, beim Texas Hold'em hält jeder Spieler zu Beginn zwei verdeckte Karten, den Preflop. Dann werden drei Karten offengelegt, der Flop. Danach wird die vierte Karte offengelegt, der Turn. Es folgt die fünfte offene Karte, der River. Nun zu den Bettings. Der Spieler, der links vom Dealer sitzt, setzt den Small Blind. Und der Spieler links vom Small Blind das Doppelte, den Big Blind. Also eigentlich doch recht überschaubar. Ja, ich weiß. Mike, bei uns raucht nur der Schornstein. Wir sind auf der Suche nach Herrn du Mersac. Ah, sein Büro ist im ersten Stock. Durch die Tür da. Die mit dem freundlichen Herrn davor. Ach so. Dann frage ich mich, wie der ausschaut, wenn er erstmal unfreundlich ist. Das sollten wir gleich mal ausprobieren. Wir müssen zu Herrn du Mersac. Sind Sie angemeldet? Eben nicht, soll eine Überraschung sein. Dann kann ich Sie nicht passieren lassen. Was? Wenn Sie uns hier nicht sofort passieren lassen, dann... Dann... Dann was? Dann passiert was. Und was bitte? Dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Hey! Was stehen Sie vor meiner Tür rum? Entschuldigung, Chef. Das macht doch nichts, Peter. Sie sind doch mein bestes Pferd im Stall. Zumindest, wenn man die Menge Mist zugrunde legt, die Sie täglich machen. Das macht Ihnen gerne nach. Aber wenn ich Sie noch einmal vor meiner Tür erwische, dann passiert was. Also. Psst, psst. Cohiba. Corinna. Sag ich doch. Du, nix, Feierabend. Ha, noch arbeiten, ne? Nix. Samba? Okay. Hallo? Du auch nix Feierabend? Du gehst zu Gado. Du gehst zu Gadilobe. Ist es nicht herrlich, für so einen polyglotten, eloquenten, sprachgewandten Ausbeuter arbeiten zu dürfen? Wenn er nur nicht diesen fremdartigen Akzent hätte. Komm, machen wir erstmal Pause. Ja.
Ich lege den Türsteher ab, dann könnt ihr rein das Bild holen, okay? Hier. Oh, meine Herren, Sie werden so verspannt. Aber auch beim Kartenspielen sind Lockerungsübungen ganz besonders wichtig. Und los geht's. Wir nehmen die Karten auf und mischen, mischen. Schön aus dem Handgelenk. Mischen, mischen und mit links. Mischen, 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 mischen. Und geben. Geben, geben, geben. Und schön die Ellenbogen hoch, lass mal geben. Geben, geben. Und rechts und schauen und kontrollieren. Und links und schauen und kontrollieren. Und Unschuld heucheln. Schauen wir uns das Blatt an und oh, wir haben den schwarzen Peter. Wir haben verloren und Ärger, Ärger, Ärger. Und schön die Ellenbogen hoch, lass mal ärgern. Und Ärger, Ärger. Es hat geklappt, wir können nach Hause. Und, habt ihr das Bild? Ach, Otto, wie denn? Das war die falsche Tür. Wieso? Seid ihr denn durch die Tür mit dem schwarzen Peter? Ja, doch, sind wir. Was nur den Schluss zulässt, dass entweder die Tür oder der Typ davor sich bewegt haben. Ich tippe auf den Typ. Tja. Jetzt stehen wir da mit sauberem Hals. Und es ist noch nicht mal Sonntag. Aber das kann man mit uns nicht machen. Wir können auch anders. Wir kommen da wieder rein. Und wenn wir hier alles platt machen müssen, los! Moment! Wer will hier was platt machen? Das war rein rhetorisches Gerede. Wir wollen nur mein Bild wiederholen. Psst. Das muss doch nicht jeder wissen. Was muss nicht jeder wissen? Dass wir mein Bild wiederholen wollen. Jetzt weiß es die ganze Nachbarschaft. Otto, wir wissen doch gar nicht, wer das ist. Ich bin Jenny. Tag. Angenehm, Arthur, Mike, Oscar, Pitt und Otto. Ling Lu. Oscar, Mike, Arthur, Pitt und Otto. Corinna. Mike, Arthur, Oscar, Pitt und... Otto, richtig. Ja, aber was denn das? Eine andere Frage. Was denn für ein Bild? Dass er uns geklaut hat. Dümmersack? Das ist also dein Bild, das er da im Fernsehen präsentieren will. Und das wollt ihr euch zurückholen. Nur schade, dass ihr keine Chance habt. Wieso? Wir müssen doch nur in sein Büro rein und... Und ihr denkt, das Bild hängt da einfach so rum in seinem Büro? Wofür hat der Mann da sein SR Strongroom WG-12 SP? WG-12 SP, aha. Was ist denn das? Eine edelstahlarmierte Betonkonstruktion im Modulsystem. Banddicke 250 mm, VDS geprüft und zertifiziert nach Euronorm EN 2010. Widerstandsgrad Centauri 12, das heißt Surroundschutz versus Sprengstoffe inklusive TNT, Sauerstoffpflanze, Wasserstrahlschneider, Diamantkronbohrer, Laser. SR steht eben für Strongroom. Aber wofür SP steht? Safety-Programm. Hier. Der klassische SRWG 12 SP mit optimiertem Safety-Programm garantiert... Moment mal, wie bist du auf die SR-Seite gekommen? Backdoor. Ich habe mir einen kleinen Algorithmus programmiert, nur so zum Spaß. Du schreibst deine eigenen Spy-Tools? Ja. Mhm. Entschuldigt die Störung bitte, aber wie war das? Hier, der SP garantiert absolute Sicherheit mit nur einem einzigen Schlüssel. Ha! Wo ein Schlüssel ist, ist auch ein Weg. Ja, aber wer hat den Schlüssel? Den hat die Rostal. Wer ist das? Die Sicherheitschefin. Leute, vergesst das Ganze. Sie trägt den Schlüssel immer bei sich, direkt am Körper. Hm. Achtung, da kommt sie. Was soll das hier werden? Eine kleine Verschwörung? Das Lächeln wird Ihnen schon noch vergehen. Los! Leute, hier sind wir erstmal in Sicherheit. Achtung, da kommt jemand! Bei Spind Entertainment. Haben Sie sich auch manchmal gefragt, warum ist es in meinem Spind so öde und so langweilig? Na, wir haben die Lösung. Spind Entertainment. Ein Service der Casino-Leitung. Verursacht keine Nebenkosten, wird finanziert durch Eigenwerbung. Wo wir zu Hause sind, das weiß doch jedes Kind. Da weht ein frischer Wind durch unseren Spind. Ja, ja, ein frischer Wind durch unseren Spind. Wo wir zu Hause sind, das weiß doch jedes Kind. Da weht ein frischer Wind durch unseren Spind. Ein frischer Wind durch
frischer Wind durch deinen Schwind. Die Zeit verrinnt, und zwar geschwind. Der Schwind, der Schwind. Ja, ja, das stimmt. Angelogen. Cengi. Linglu? Corinna. Nein, Dümersack und die Rostal. Ach, da war das gar nicht, Frau Dümersack. Nein, das ist eine Sicherheitschefin. Oh. Ja, und die trägt den Schlüssel irgendwo an ihrem Körper. Ja, wie sollen wir da rankommen? Eins nach dem anderen. Erstmal müssen wir da oben rein. Ja, aber wie? Ja, wenn nötig, mit Gewalt. Es geht auch ohne Gewalt. Zum Beispiel mit einem Tunnel. Ach, ich sehe gar keinen Tunnel. Noch nicht, aber den kann ich euch buddeln. Ich brauche bloß eine passende Tunnelbuddelstelle. Aber wo denn? Das da rechts ist recht reizend und auch gesamtgestalterisch ganz geschmackvoll. Es ist viel zu weit. Da! Der Keller da drüben ist doch perfekt. Ja, bloß wie kommen wir da rein? Wenn nötig, mit Gewalt. Ich glaube, ohne Gewalt geht es genauso gut. Dazu müssen wir uns trennen. Trennen? 5 Minuten maximal. Es geht um die Tür. Tür? Einer von uns muss den Türöffner machen. Ja, aber wer denn? Der von uns am seriösesten aussieht. Haha! Hallo, haben Sie Geister im Keller? Ich bin nämlich Kellergeisterjäger, diplomierter Kellergeisterjäger, sozusagen Kellergeisterjägermeister. Oh, und ich dachte, so etwas gibt es nur im Fernsehen, obwohl die Geisterjäger da irgendwie kräftiger aussehen. Naja, mein Spezialgebiet sind die kleineren Kellergeister, so die Silberfische, Goldhamster und Halsnasen-Ohrenkneifer. Kleingeist macht auch Mist. Sie haben doch einen Keller? Ja, da bewahre ich das ganze Zeug für meinen Neffen auf. Mhm. Die sind ja ständig auf Reisen. Und jedes Mal haben sie mir was mitgebracht. Ach, Ihre Neffen kommen wohl öfter zu Besuch? No, früher ja. Jetzt schon länger nicht mehr. Länger? Wie lange denn? Ach so, 1 bis 22 Jahre mag es wohl her sein. Ach, ich kann mich gar nicht mehr so recht erinnern, wie sie aussehen. Oh, wo sind die denn jetzt? Das letzte Mal waren sie in Südamerika. Oh. Überraschung, ich habe Ihre Neffen gefunden. Hallo, wir sind's. Aber ich habe doch nur 3 Neffen. Eddie, Teddy und Karl-Heinz. Den Kleinen haben wir adoptiert. Ein Indio-Junge. Spricht kein Wort Deutsch. Sie. Undos tres, vamos a la playa. Ja, und wer von euch ist denn nun Eddie? Und wer ist Teddy? Ich bin Eddie, dann ist er Teddy. Ich Eddie, er Teddy, Eddie Teddy. Wer wäre ich dann wohl? Du bist Karl-Heinz, das hat sie doch eben. Ach, ihr habt euch ja so verändert. Wo habe ich denn meine Brille? Die brauchst du doch nicht. Die erkenne ich doch auch ohne Brille. Mann. Dass ich das noch erleben darf. Du lausig Junge. Ja. Und gleich bei TV Egal. Gewinnerin Lena Meyer. Werbung. Ich warte nur auf meine Lieblingssendung TV Egal. Mit diesem Stefan. Wie heißt er denn noch schon mal schnell? Dieser schwarze Vogel. Amsel. Drosseln. Fink. Star. Seit wann ist der Fink schwarz? Stefan Fink, genau. Und den gucken Sie, guckst du gern? Sehr gern. Bei dem kann ich am besten einschlafen. Aber ihr müsst doch auch müde sein. Ich mach euch rasch eure Zimmer. Und ich jage die Kellergeister. Da bitte. Da helfen wir doch mit. Na, da bin ich doch dabei. Hasta la vista. Meine Jungs. Ist das griechisch, römisch oder Freistil? Griechisch, römisch, das griechisch nie raus. Ist irgendwie imposant. Hast du imposant entfernen mit der Hand? Ein flinkes Foto für die Fernfreunde und Verwandten. Hm? Yves Saint Laurent. Leute, die ideale Tunnelbuddelstelle. Ach,
Achtung, Bursche! So, eure Zimmer sind bereit und die Bettchen bezogen. Ihr müsst doch müde sein. Danke, aber wir schlafen am besten hier. Ist doch der ideale Zeltplatz. Hier? Hab ich hier gehört? In Peru schläft praktisch jeder im Keller, weil das Land zu hoch liegt. Ich muss auch hier unten bleiben, aus Sicherheitsgründen, wegen der Kellergeister. Die müssen rund um die Uhr überwacht werden. So wie ihr meint. Ihr müsst mich entschuldigen. Jetzt kommt nämlich gleich Stefan Fink. Wenn die hier ständig runterkommt, wie soll ich dann bitte einen Tunnel buddeln? Solange dieser Stefan Fink läuft, schläft sie doch. Der läuft aber nicht ewig. Sollte aber. Also lasst euch bitte was einfallen. Oh. Ewig? Stellt er sich das vor? So, meine Damen und Herren, dann habe ich noch eine interessante Meldung gelesen. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, Kabeljau soll angeblich gesund sein. Ja. Warum auch nicht, oder? Wenn er krank wäre, könnte er ja zum Heilbutt gehen. Heilbutt, verstehen Sie? Ja. Und sie schläft echt. Schau, wie ein Murmeltier. Und wer filmt sie jetzt? Das ist jetzt folgende Situation. Schau, ich habe nicht nur meine Kamera mit ihrem Fernseher gekoppelt, ich habe auch noch eine installiert zur Kontrolle sozusagen. Ja, aber die sieht sie doch. Nein, wenn er mal an die Tür klingt. Nein, die sieht sie nicht. Yes. Pete, was macht der Tunnel? Ja, ja, los. Du wirst dich noch wundern, dummer Sack. Code akzeptiert. Sie hätten ihm wenigstens den Arm brechen können. Ist doch kein Beinbruch. Ach, das war doch nur so ein harmloser Irrer. Ich will ihn mir trotzdem anschauen. Bitte. Das ist doch... Halt! Nochmal zurück. Den Gang kenne ich. Lieber Herr Hirsch, für kein Geld dieser Welt würde ich mich von diesen Gemälden trennen können. Herr Dümersack, kann ich Sie... Können Sie nicht anklopfen? Sie sehen doch, ich bereite mich auf morgen vor. Es geht um morgen. Die Sache ist gefährdet. Wie? Kommt Hirsch etwa nicht? Doch, doch. Aber wissen Sie, wer der Typ mit der Gymnastik am Pokertisch war? Der Wattmaler. Was? Na, der Wattaktmaler. Na, der! Otto! Er ist hier. Irgendwo da draußen muss er sein. Da! Die Rostal, da oben am Fenster. Ich habe ihn gesehen, da unten. Eben war er noch da. Frau Rostal, wenn Sie sich unbedingt lächerlich machen wollen, dann ist das Ihre Sache. Aber machen Sie es bitte nicht hier, ja? Ich werde Ihnen beweisen, dass ich recht habe. Wenn er dich gesehen hat, dann ist hier Schicht im Schacht. Der hat mich nicht gesehen, ich dachte zu schnell. Ich komme davon ein Stäbchen. Und warum kommt die dann? So, dann... Scheiße! Oskar! Oskar! Was ist da denn los? Die Rostale! Deckung! So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zur großen TV-Egal-Weg-WM. Casino-Sicherheitsdienst! Aufmachen! Ich weiß, dass Sie hier sind. Jeder Widerstand ist zwecklos, das Haus ist umstellt. Wenn Sie nicht freiwillig öffnen, hole ich Verstärkung und lasse die Tür aufbrechen. Ich habe Sie gewarnt. So. Das war die lange TV-Egal-Schweigeminute. Und was kommt jetzt noch? Dann gibt es morgen eine, eine neue Ausgabe von Stefan sucht den Kabeljau-Fischer, der die meisten Fische essen kann und danach trotzdem alle restlichen Teller liebevoll abwaschen darf. Kurz SSDKF, DDM, FEKU, DTA, RTL, AD, meine Damen und Herren. Otto, die wissen jetzt, dass du hier bist. Ja, dann müssen wir weg. Du musst weg. Genau, und zwar ganz weit weg. Das ist die Situation. Oder die müssen glauben, dass du weit weg bist. Sie kommen mit. Frau Stahl. Was haben Sie jetzt schon wieder vor? Er ist hier, dieser Otto, gleich nebenan. Und ich werde ihn mir jetzt schnappen. Ja?
Jean de Massac? Hallo, hier ist Otto. Störe ich? Nein, gar nicht. Verrostal! Ich bin nämlich ganz weit weg. Ich bin in Rom. Otto ist also hier, ja? Gleich nebenan, ja? Ja. Wo sind Sie gerade? Na, in Rom. Ich dachte, ich gönne mal eine kleine Reise, weil Sie mir doch die drei Bilder abgekauft haben zum Preis von 4. Und da gab es dieses Sonderangebot mit Plumps Air in die ewige Stadt für nur 19,95 und eine Pizza 4 Jahreszeit inklusive. Ja. Das ist doch günstig. Ja, oh, da kommt die Pizza gerade. Super Mario. Hallo, ich bin Mario. Ich bin Pizza Quattro Stagioni con Peperoni. Peperoni, ohne Pfeffer. Sie. Was soll ich zu mir sagen? Ciao, ciao. Ciao, ciao, nun hat er auch. Lassen Sie sich schmecken. Und? Was sagen Sie nun? Sie sind also in Rom. Wie lange denn noch? Wie lange? Noch ewig und 3 Tage. Das trifft sich gut. Ich bin morgen nämlich auch in Rom. Wir sollten uns treffen. Morgen? Also das ist ganz schlecht, weil mein Heimflug geht ja gleich. Also heute. Weil ich habe nämlich so ein Heimweh. Sie sind morgen wieder auf Ihrer Insel. Frau Ostern. Oh, ein Radrennen. Der Giro d'Italia. Da ist ja schon die Spitzengruppe. Mann, haben die einen Zahn drauf. Wow. Oh, da kommt das Verfolgertrio. Oh, ich flipp aus. Hallo. Können Sie mich ein Stück mitnehmen zum Flughafen? Es hält einfach keiner an. Oster, Sie leiden unter Verfolgungswahn. Ich leide doch nicht. Da haben Sie recht, ja. Ihnen macht der Verfolgungswahn sogar Spaß. Reißen Sie sich zusammen. Sie sind nicht unersetzlich. Der? Der soll mich? Der Volltrottel glaubt doch tatsächlich, unser Mann wäre in Rom. Genau wie ich. Da, gerade müsst ihr es doch wissen. Moni, wo bist du? Ich schlag dich in Domino. Heiliger Vater, können Sie mir sagen, wie ich zum Flughafen komme? Immer geradeaus und dann rechts. Dankeschön. Und suche mich nicht in der Unterführung. So, dann haben wir noch eine Ausgabe von Panieren oder Rasieren. Ja? Und... So, Habemus Papam, meine Damen und Herren. Ja, und fast, oder? Der Heilige Vater. Ich darf doch Papa sagen, oder? Ich sehe Sie irgendwann für das große TV-Egal-Hobby segnen, oder? Ich bin ein Profi, mein Sohn. Sensationell, der Papst, meine Damen und Herren. So, jetzt habe ich ihn gar nicht gefragt, wie es seiner Frau geht. Gut. Riecht doch super! Jetzt brauchen wir nur noch den Schlüssel! Den hat doch die Rostal. Ach ja. Lass das mal den Papa machen. Ich habe recht. Habe ich recht? Ich werde es Ihnen beweisen. Ich werde es allen beweisen. Hasta la vista, muchacha. Darf ich bitte nur noch mal mehr starten? Du spielst mit dem Feuer, Kleiner. Ah, lieber eine erregte Unbekannte als ein unbekannter Erreger. Außerdem habe ich mir extra für dich meine Zunge rasiert. Ah, sie spielen unser Lied. Aber! Verfolgungswahn und Vergnügungssucht. Sie hat den Schlüssel nicht mehr. Na, da kann ich ja lange suchen. Aber halt er ihn.
Wilma Sack? Nein, er sagt immer, der Schlüssel ist so sicher wie in Abrams Schoß. Das hättest du mir aber auch einen Tick vorher sagen können. Ach, du hattest doch Spaß. Du tanzt wohl gern Tango. Nö, das ist nicht so mein Ding. Ach nicht? Also meine Musik ist es auch nicht. Ich stehe mir auf. Verstehen Sie? Und? Wo ist der Schlüssel? Ich habe ihn nicht. Sie hat ihn auch nicht. Er ist so sicher wie Abrahams Schoß. Abrahams Schoß? Ich verstehe nicht so ganz, was daran jetzt so gut sein soll. Häufig erhöhte Temperatur. Wie weit ist der Tunnel, Piet? Es geht voran! Oh, bitte. Oh. Sie wissen ja, bitte nicht lachen, denn ein Indianer kennt keinen Scherz. Verstehen Sie? Da, ein guter Zentimeter. Ich meine, ist doch gar nicht so schlecht von Anfang, oder? Wenn das so weitergeht, dann... Wenn das so weitergeht, sind wir genau in 11 Jahren... 10 Monaten und 9 Tagen unter der Straßenmitte, Kollege. Was guckt ihr mich denn so an? Ach, soll ich jetzt wieder schuld sein? Leute, ich hab doch alles versucht. Ja, das sieht man. Ja, und du kommst hier rein ohne Schlüssel. Ach, entschuldige bitte, dass ich geboren wurde. Soll auch nie wieder vorkommen. Herzlich willkommen zum großen TV-Egal-Totalversagen. Meine Herren. Du bist ganz ruhig. Ja, gerne. Nachdem ich hier stundenlang als Stefan Starstuck Pieten Stoß vom Stapel gelassen habe. Der feine Herr hat sich doch noch nie die Hände schmutzig gemacht. Immer noch besser als so ranzig rumzurennen. Was reizt dich eigentlich daran, dass man dich riechen kann, bevor du reinkommst? Das mag ja alles stimmen, ja? Aber vielleicht haben wir hier ein Problem, Leute. Ja, dein Problem kenne ich, Schwester. Du sitzt ja den ganzen Tag vor deinen Kästen und weißt überhaupt gar nicht, wie es draußen aussieht. Im wahren, saftigen Leben, du Vollpfosten! Das nimmst du eventuell zurück, du. Du, sag das nochmal. Was? Aber was ist denn los? Oder was los ist? Sag mal, begreifst du das nicht? Wir sind jetzt und hier am Ende. Es ist alles vorbei. Aus. Finito. Ohne uns würdest du doch noch am Anleger sitzen und mit deiner Mundharmonika den Mond anbellen. Ja, aber mein Bild. Ja, mal dir doch selbst eins. Deine widerwärtig wässrigen Wattmalereien nimmt dir wenigstens keiner weg. Für dich machen wir das doch alles hier. Und das ist jetzt der Dank dafür. Nee, ohne mich. Aber das ist doch alles nicht so schlimm. Oh, nicht so schlimm, oder wie? Schlimmer kann's gar nicht mehr kommen. Damenbesuch! Auf die Casino! Oh. Na? Alles klar? Nichts ist klar. Du hattest vollkommen recht. Wir haben keine Chance. Das ist mal die Situation. Aber habt ihr denn den Link nicht bekommen? Link? Harry Hirsch präsentiert Ihnen... Das sieht ja aus wie mein Bild. Nur kälter. Die 4 Jahreszeiten. Nach Jahrhunderten wieder komplett. Erleben Sie Reporter Harry Hirsch mit dem Mann, dem wir diesen unbezahlbaren Kunstgenuss verdanken. Jean Dumersac. So ein Widerling. Er wollte von Anfang an nur dein Bild. Harry Hirsch meldet sich morgen live aus dem malerischen Casino in Bad Reibach mit allen 4 Jahreszeiten zum Greifen nah. Hallo, meine Damen und Herren. Hier spricht Harry Hirsch. I love to surprise you. Der hat's gut. Der kommt ins Casino. Ganz nah an mein schönes Bild. Zum Greifen nah. Begreift ihr es denn nicht? Ist doch ganz einfach. Wenn einer von euch morgen als Harry Hirsch ins Casino geht... Tante? Neffen. Selten so gut geschlafen. Oh. Leute, das ist doch ein Hammer! Und du meinst, dass das so einfach geht? Ja, alles geht, nur der Frosch. Wir müssen bloß diesmal alles exakt vorbereiten. Okay, gib mir ein paar Minuten, ich mache euch ein maßstabsgetreues 3D-Modell vom Casino. Also nochmal von vorn, Leute. Wann kommt dieser Harry Hirsch morgen an? 16 Uhr, per Hubschrauber. Abholen und aufhalten, Oskar. Abholen, aufhalten, alles in Arbeit. Sein Kameramann kommt direkt zum Casino. Den übernehme ich und bringe ihn zur Bar. Und ich, was mache ich? Und er, was macht er? Kommt noch. Als erstes gehe ich als Kameramann mit einem von euch als Harry Hirsch ins Casino. Wir passieren das Foyer und treffen im Spielsaal auf Dumersac. Der führt uns über die Treppen in den ersten Stock, durch den Flur, direkt in sein Büro. Büro. Dort öffnet er die Safe-Tür, um uns das Bild zu zeigen.
So, Strongroom WC. WG12 SP. WG12 SP ist offen. Jenny! Ja, 5 Minuten nachdem ihr den Spielsaal passiert habt, genau 5 Minuten, starten wir drei unser Ablenkungsmanöver. Genau aus diesem Grund verlässt Dumersac sein Büro. Das heißt, wir gehen in den Tresorraum, schnappen uns das Bild, stecken es in die Kamera. Öffnen den Vorhang. Vorhang offen. Und Mike? Der Vorhang, das ist mein Zeichen. Und ich zünde die Rakete. Seine Rakete? Mein Rückzug. Korrekt. Vorhang, Rakete, geordneter Rückzug. Arthur, du überwachst deinen Monitor. Genau, ich habe im Keller die ganze Situation technisch im Griff. Und ich? Und er? Kommt noch. Nun die wichtigste Frage. Wer von uns spielt Harry Hirsch? Hallo, meine Damen und Herren. Ach nee, das ist ja der andere. Hallo, meine Damen und Herren. Hier spricht Harry Hirsch. I love to surprise you. Bravo! Hast du das gesehen? Moment. Ich dachte, du bist am Hubschrauber und hältst den echten Harry Hirsch auf. Hallo, meine Damen und Herren. Hier spricht Harry Hirsch. I love to surprise you. Lord have mercy. Ja! Moment mal, aber wer zündet dann die Rakete? Hallo, folgende Situation. Ich bin der Hirsch, der Harry Hirsch. And I love to surprise you. Na bitte! Und wer soll seinen Computer übernehmen und die Webcams überwachen? Das ist jetzt blöd, oder? Ja, verdammt, wir haben keinen Harry Hirsch. Dann war ja wieder alles für den Friseur. Hallo, meine Damen und Herren. Hier spricht Harry Hirsch. I love to surprise you. Haben wir sonst noch jemanden? Ich fand ihn toll. Meinetwegen. Zum Glück ahnt ja keiner, was wir vorhaben. Ich weiß genau, was er vorhat. Und ich werde beweisen, dass ich recht hatte. Wie denn? Mein Problem. Ihres. Sobald Sie etwas Verdächtiges bemerken, was auf diesen Otto hindeutet. Zum Beispiel diesen Gang. Informieren Sie Dumersac. Warum denn nicht Sie, Frau Rostal? Weil ich es sage. Außerdem werde ich morgen nicht hier sein. Du hast dich ja in unser Security-System gehackt. Naja, so sicher ist es auch wieder nicht. Und schau hier für morgen alle Webcams am Start. Für jede Situation. Muss Liebe schön sein. Ja, Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Erwachsen aus einer inneren Haltung tiefer, positiver Verbundenheit zu einer Person, die den reinen Zweck oder Nutzwert einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich meist durch ein tätiges Zuwenden zum anderen ausdrückt. Im engeren Sinn steht der Begriff auch für ein Höchstmaß an Zuneigung, die ein Mensch zu empfinden fähig ist. Du, ich wollte dir nur sagen, ich habe nichts gegen Computer. Und was ich vorhin gesagt habe mit diesem Vollpfosten, Ja, das war ja bestimmt lieb gemeint, oder? Na komm. Wow. Danke. Oh, durchgeknöpft. Das ist gute alte Schule. Du entdeckst definitiv jedes Detail. Danke. Aber genau darauf kommt es doch an. Hier,
doppelt gesäumt. Oskar! Ich wollte nur sagen, das mit dem feinen Herrn, das war nicht so gemeint. Vergiss es. Okay. Piet! Mit diesem gewissen Geruch gerade. Mittlerweile möchte ich den Neef nicht mehr missen müssen. Okay, Leute. Wir müssen uns unbedingt bei Otto entschuldigen, ja? Er ist zwar nicht der Hellste, aber... Er übt schon für morgen. Ja? Gestatten, Bümesser? Ah, hallo. Ich habe noch keine Ihrer sensationellen Sendungen versorgt. Ach ja? Ja. Was ist Ihr geniales Geheimnis? Hm? Passen Sie auf. Hallo. Hallo. Sind Sie etwa der Kameramann von Harry Hirsch? Freilich. Wir arbeiten immer zusammen. Ohne mich ist er quasi... Dann muss ich Sie um etwas bitten. Wollen Sie ein Autogramm? Nein. Ich muss Sie bitten, an der Bar zu warten. Herr Hirsch wird sich verspäten. Ey, schau einmal an, da bin ich mit meinem alten Kombi und noch schneller als der mit seinem Hubschrauber. Sie sind drin! Oh, wenn Sie bloß schon wieder draußen wären. Alle ganz ruhig. Lass uns lieber abhauen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. So, Bordön läuft. Kamera, Hallo, meine Damen und Herren. Hier spricht Harry Hirsch. Ich befinde mich hier im Spielsaal des Casinos von Bad Reibach. Mitten in der Welt der Reichen und der Schönen. Das heißt, das scheint hier mehr der Bereich der Reichen zu sein. Aber wo sind denn die Schönen? Und da ist ja einer. Lieber Herr Hirsch, entschuldigen Sie bitte, aber man hat ja alle Hände voll zu tun und ausgerechnet heute ist meine rechte Hand nicht da. Bitte folgen Sie mir doch in mein Allerheiligstes. Sie sind durch. Countdown läuft. Noch 5 Minuten. Seid ihr auch so aufgeregt? Da muss man durch, Erzleuch. Hoffentlich kann Oskar Harry Hirsch aufhalten. Hallo, meine Damen und Herren. I love to surprise you. Immer in Bewegung bleiben. Apropos Bewegung, wir sollten mal langsam... Langsam leuchtet es mir ein. Würden Sie es mir noch einmal vormachen? Es ist so unheimlich unnachahmbar. Okay, weil Sie sind. Hallo, meine Damen und Herren. Hier spricht Harry Hirsch. I love to surprise you. Es ist soweit. Die 4 Jahreszeiten. Live und exklusiv. Moment, Herr Hirsch. Unsere Zuschauer wollen doch sicherlich zunächst erst einmal erfahren, wie ich an diese Bilder gekommen bin. Diesen einmaligen Zyklus... Entschuldigen Sie die Störung, aber ich bräuchte für den Background dringend das 4. Bild. Ah, meine Neuerwerbung. Ach, das ist eine rührende Geschichte. Ich habe das Bild gekauft von einem bemitleidenswert untalentierten Maler. Moment. Talent ist ja immer noch eine Geschmackssache. Na, in diesem Falle nicht. Von der Malerei hätte der niemals leben können. Wissen Sie, was der gemalt hat? Was denn? Ja, was genau. Ja, aber was ist doch ein interessantes Motiv. Quatsch, er führt doch zu nichts. Lass doch mal, ich möchte mehr über diesen Maler erfahren. Der Maler lebte auf einer Insel und ernährte sich von faulem Fisch. Moment, der Kabeljau. Fische sind sehr schwer zu unterscheiden, wenn sie ein gewisses Alter überschritten haben. Sie behaupten also, der Gab... Das Gequatsche führt doch zu nichts. Sie behaupten also, der Kabeljau war nicht mehr ganz fangfrisch. Ist ja hochinteressant, aber kommen wir jetzt zu den Bildern. Hochinteressant ist zum Beispiel meine Einstellung zur Malerei. Wissen Sie, dieser ganze Rokoko-Colores dient einer... Entschuldigung. Ab
Ablenkungsmanöver läuft. So, jetzt muss ich aber wirklich zum Auto. Apropos Auto. Würden Sie mir wohl ausnahmsweise ein autorisiertes Autogramm ausstellen? Ein Autogramm? Von mir? Mhm. Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Sie sind wirklich zu bescheiden. Diese Kritik höre ich viel zu selten. Schreiben Sie für meinen vertrauten Verehrer Jean Dumersac. Kommen wir jetzt zum Expressionismus. Soll es vielleicht noch ein Latte Macchiato schlappern oder was? Wir brauchen doch die Bilder im Bild. So viel Zeit muss sein. Der Expressionismus. Oder nein, schreiben Sie doch besser für einen echten Edelfan. Für einen echten Edelfan. Jetzt müsste der Tresor offen sein. Das wollen wir hoffen. Das reimt sich. Offen hoffen. Bist du besoffen? Wo bleibt der Vorhang? Der große Moment ist gekommen. Ich hole jetzt den einzigen Schlüssel, der ins Allerheiligste zu meinen Bildern führt. Die Spannung steigt ins Unverträgliche. Und das bedeutet... Kammer mal aus, denn der Schlüssel befindet sich hier, in diesem Raum. Chef, das müssen Sie sich anschauen. Ja, was denn? Ich hab ihn gesehen. Er ist hier. Dieser Otto. Was? Wo ist denn die Rostal? Entschuldigen Sie mich bitte, ja? Die Bilder! Ach, keine Sorge. Die Bilder sind hier so sicher wie in Abrahams Schoß. Das kam zu früh. Jetzt ist alles zu spät. Ah. Da! Ausgerechnet heute. Der Typ darf auf keinen Fall vor die Kamera. Chef, soll ich das erledigen? Bloß nicht. Dazu ist die Sache zu wichtig. Moment mal. Er hat doch gesagt, der Schlüssel befindet sich hier irgendwo in diesem Raum. Also durchsuchen wir einfach sein Büro. Okay, aber wenn jemand kommt? Ach, da kommt schon keiner. Okay. Tut mir leid, eine wichtige Chefsache. Ich bin aber gleich wieder für Sie da. Lassen Sie sich Zeit. Ach, bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke, recht freundlich. Hey, ich habe einen Cracker für dich. Guck mal. Fein. Der muss doch hier irgendwo sein. Nun lass doch den Hund in Ruhe. Der weiß bestimmt nicht, wo der Schlüssel steckt. Was hat Dumersac nochmal gesagt? Richtig. Sicher wie in Abrahams Schoß. Verdächtiges Objekt verlässt Spielsaal in Richtung Foyer. Halt! Korrigiere! Objekt orientiert sich in Richtung Blackjack-Tische. Moment! Mit herzlichem Dank für die wertvolle, wunderbare, wahnsinnig warmherzige Wartezeit. Wartezeit. Komm, die ich mit meinem vertrauten Verehrer. Abrahams Schoß. Nicht vielleicht Abrahams Schloss. Nein, Schoß, Abrahams Schoß. Oder Abrahams Kloß. Nein, Schoß. Abrahams Moos. Jetzt stell doch mal den Hund leise. Wie soll man sich denn konzentrieren bei dem Gewinsel? Wo ist dieser verdammte Schlüssel? Hier. Ja, und wo war er? In Abrahams Schoß. Dafür hast du die Freiheit von ihm, mein Kleiner. Komm. Komm, gib mir schon den Schlüssel. Mach hin, ey. Bin gleich da. Los, lauf. Spracherkennung aktiviert. Scheiße. Code nicht akzeptiert. Was? Code nicht akzeptiert. Halt, korrigiere mich. Objekt orientiert sich in Richtung Bar. Halt, Kommando zurück. Zielperson ist jetzt bei den Roulette-Tischen. Können Sie sich endlich mal entscheiden.
Und immer noch kein Vorhang? Doch, da ist immer noch der Vorhang. Nein, ich meinte eigentlich immer noch kein Vorhang. Nein. Vielleicht hat er das Passwort ja hier irgendwo notiert. Herr Dümersack, ich hatte recht. Wer sind Sie? Ich. Ich bin Kameramann vom Fernsehen. Ach ja, dann lassen Sie die Kamera mal laufen. Wieso, was ist denn los? Passen Sie auf, mein Name ist Erika Rostal, Security-Chefin, und ich bin eine Betrüger auf der Spur. Sein Name ist Otto. Otto? Ja, er sollte jetzt nämlich auf Spiegel Island sein, aber da ist er nicht. Woher wollen Sie das so genau wissen? Weil ich auf Spiegel Island bin und das beweist, dass er sich dort im Casino aufhalten muss, ganz in Ihrer Nähe. Hier? Ja, genau da. Und wo ist Herr Dümersack? Der ist unten. Gut, dann erreiche ich ihn hier unten. Halt, nicht unten. Der ist unter einem Tuch. Unter einem Tuch? Ja, der ist erkältet. Der inhaliert unter einem Tuch. Der inhaliert unter einem Tuch direkt neben mir. Der Vorhang ist weg. Entwarnung. Ja. Zeigen, Frau Rosenthal, aber es ist wirklich kein schöner Anblick. Also, da müsste ich wirklich warm anziehen, weil der Virus, der schwappt gleich zu Ihnen rüber. Passen Sie mal gut auf. Herr Dümersack? Hallo, Frau Rosenthal. Mir geht's gar nicht gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Sehr gut. Ich hatte nämlich doch recht. Bei Ihnen sonst alles in Ordnung? Ja, alles okay soweit. Wo ist Abraham? Abraham, der ist hier. Der ist erkältet, der hat mich angesteckt. Und sag mal Hallo zu Frau Rostal, Abraham. Code akzeptiert. Otto, oh nein! Mist! Das kann doch nicht sein. Subjekt Richtung. Nein, Richtung Brunnen. Oder? Sag ich aber, welcher Vollidiot hat Sie eigentlich eingestellt? Ja, das frage ich mir auch. Oh, für wen ist das denn? Für meine herzkranke Hebamme. Hedwig, hinten mit CH. Nein, nein, ich meine nicht das Autogramm, ich meine das da. Das bedeutet bye-bye. Ihr fährt los. Wo bleibt Otto? Schon, er kann jeden Moment. Ist es nicht wunderschön? Und die anderen sind auch sehr schön. Sollten wir nicht bei dieser Gelegenheit... Gelegenheit macht Diebe, was? Otto, wir nehmen nichts mit, was uns nicht gehört. Okay, okay. Jetzt läuft er in die Toilette. Sind Sie sich diesmal ganz sicher? Mhm. Dann haben wir ihn. Kommen Sie runter. Over und out. Jawohl. Oh, oh Gott. Chef! Chef! Mist! Na, wie war ich? Und haben die beiden das Bild? Sind die doch nicht da? Die müssen doch nicht da sein. Sind sie aber nicht. Sind sie nicht? Dafür ist er da, Harry Hirsch, der echte. Schau, da kommt er. Nein, jetzt packen wir das Bild ein. Ja, dazu brauche ich doch deine Kamera. Warum hat's der so eilig? Der geht direkt ins Büro und die sind noch drin. Tja,
Okay, Leute, was machen wir jetzt? Ja, mehr als das Menschenmögliche machbar zu machen, vermag kein Mensch. Ich sage euch jetzt, was die Situation ist. Wir gehen da jetzt rein, holen die raus und dann klatscht es. Und zwar kein Beifall. Wer das ist. Du gehst zur Tür. Wieso ich? Na, du bist Harry Hirsch vom Fernsehen. Ich kümmere mich um das Bild. Nur das Bild? Sollten wir vielleicht noch ein paar andere Sachen nehmen? Otto, zum letzten Mal. Wir nehmen nichts mit, was uns nicht zusteht. Obwohl... Da sind Sie ja, Herr Hirsch. Und wer sind Sie? Ich bin... Sind Sie mein neues Lichtdudel? Richtig, Lichtdudel, genau. Ich bin ein Lichtdudel. Wieso, ist denn mein Kameramann schon da? Ja. Nee, nein, aber der neue Kameramann ist da. Wie, der neue Kameramann? Wo ist der alte? Der alte Kameramann. Da hat der schon wieder eine Panne. Panne, ja, genau, eine Panne, richtig. Panne. Ach, mit seinem alten Kombi. Ja, mit seinem alten Kombi, ja Gott, die alten Kombis. Aber der Neue weiß Bescheid. Er ist gleich da, der Kameramann, mit seiner Kamera. Guten Abend, Herr Hirsch. Ich bin dann für Sie bereit. Schon wieder einer aus dem Osten. Kamera läuft, der Ton auch. Ich mach da mal das Bild frei. Ja, hallo, da bin ich wieder. Harry Hirsch, ja, und ich melde mich heute nicht aus Hollywood, nicht aus Monte Carlo, nicht aus Venedig, nein, noch nicht einmal aus Berlin. Nein, heute melde ich mich aus dem biederen Bad Reibach. Ja, und wie Sie sicherlich schon festgestellt haben, geht es heute nicht um Randale und Skandale. Heute geht es um Kunst. Können Sie nicht aufpassen? Entschuldigung, aber ich wollte Ihnen nur sagen, dass das Zielobjekt das Casino verlassen hat. Entwarnung. Hätten Sie das nicht früher sagen können? Ja, und er präsentiert heute hier bei HAA nicht nur ein, nicht nur zwei, nicht nur drei, nein, er präsentiert uns vier Jahreszeiten. Lieber Herr Hirsch, Sie wollen doch nicht schon gehen. Nein, ich habe Sie gesucht. Ja, wir haben kleinere Komplikationen, aber wenn Sie mir jetzt in meinem Büro folgen würden... Wer sind Sie? Das frage ich Sie. Ich bin Jean Dumersac. Sie? Nie im Leben. Ach, dann sind Sie gar nicht Herr Dumersac? Natürlich bin ich das. Aber wer sind Sie? Er ist Harry Hirsch, muss ich als sein Kameramann doch wissen. Und wer ist das? Der ist Harry Hirsch, das muss ich als sein Kameramann doch wissen. Kamera läuft. Kamera läuft. Ton auch. Ton auch. Und ready. Und ready. Hallo, meine Damen und Herren, hier spricht Harry Hirsch live aus dem Casino in Bad Reibach. Hallo, meine Damen und Herren, hier spricht Harry Hirsch live aus dem Casino in Bad Reibach. I love to surprise you. I love to surprise you. Ach, Herr Hirsch, dass ich Sie hier treffe. Würden Sie mir bitte ein Autogramm geben? Wer sind Sie jetzt? Ich bin die Vorsitzende des Harry Hirsch Fanclubs. Ach, dann müssen Sie ja wissen, wer der echte Harry Hirsch ist. Na, Sie sind es jedenfalls nicht. Herr Hirsch! Ich wusste es!
Lieber Herr Hirsch, ich wusste natürlich sofort, dass Sie... wollen wir vielleicht in mein Büro gehen? Moment. Würden Sie bitte so nett sein und von uns beiden ein Foto machen? Und zwar draußen. Ich habe keinen Blitz. Aber selbstverständlich gerne. Ich bin doch Profi. Halt, Interpol, Betrugsdezernat. Die zwei hier sind gesuchte Betrüger. Der Wattmaler. Die Rostal hatte doch recht. Genau. Sofort abführen. Moment mal. Ihre Schuhe haben mir auf Spiegel Island bedeutend besser gefallen. Tja, meine Damen und Herren. Ihr habt wohl geglaubt, ihr könnt Jean du Mersac aufs Kreuz legen, ja? Les jeux sont faits. Das Spiel ist aus. Übergebt sie der Polizei. Aber der Richtige. War ein geklautes Fahrrad im Jahr 1945. Aber heute hat Interpol eine Bande von Schwerverbrechern dingfest gemacht. Jean... Lieber Herr Hirsch, ich wusste natürlich sofort, dass Sie der Richtige sind, aber ich wollte die ganze Bande erwischen. Ist klar. So. Ihr sichert den Weg zum Polizeipräsidium, hm? Und ab! So, die sind wieder los. Wir? Sagen Sie mal, seit wann? Was ist denn jetzt los? Ach, das ist die Situation. Ihre Hilfe kommt sehr überraschend. Wieso? Wenn man uns erniedrigt, schämen wir uns dann nicht? Wenn man uns beleidigt, leiden wir dann nicht? Wenn man uns Türen an den Kopf haut. Hat vielleicht von euch mal jemand eine Kopfschmerztablette? Ich habe nur Cracker. Die sehen lecker aus. Sie mögen Cracker? Klar. Es gibt nur eins, was ich lieber mag. Kabeljau. Los, verschwindet! Schnell, mach schon! Halt! Leute, was ist denn los? Er ist jetzt einer von uns. Oh. Sorry. Dann sind wir jetzt ja zu 10. Zu 11. Unser Gastgeber macht es spannend. Oder gibt es vielleicht sogar Schwierigkeiten mit seinem Safe, der ja angeblich die vier Jahreszeiten birgt? Oh, mein kleines Hundchen, wo bist du denn? Wo ist er denn? Köter. Ist gleich soweit. Ja, unsere Sendezeit ist leider begrenzt, deshalb würde ich sagen, also, jetzt oder nie. Moment. Code nicht akzeptiert. Also nie. Tja, das, meine Damen und Herren, war Jean du Mersac, der Kommissar Rex unter Deutschlands Casino-Besitzer. Mein Name ist Harry Hirsch und das war's wieder einmal mit HHH, Harry Hirschs hochinteressantem Magazin. Code nicht akzeptiert. Code nicht akzeptiert. Code nicht akzeptiert. Code nicht akzeptiert. Hallo, Herr Dummer Sack. Dummer Sack, du dummer Sack. Wir sehen dich, du dummer Sack, du dummer Sack. Wir sehen dich, du dummer Sack. Otto. Wieso ist der nicht im Gefängnis? Dein Kai Berinja, Otto. Dankeschön. Suchen Sie vielleicht den hier? Abraham, ich drehe dir den Schwanz um. Code akzeptiert. Mein Bild! Mein Geld! Wo ist mein Bild? Ihr Bild? Das war immer mein Bild. Aber das war mein Geld! Meine 11 Millionen! Wie praktisch! Wir sind nämlich auch zu 11. Jetzt ist jeder von uns Millionär, nicht wahr? Und auch du, Abraham. Adios! Aber... Nachschub, Chef. Was soll das? Besorgen Sie lieber 2 Flugtickets. Einmal First und einmal Holzklasse. Wohin denn? Nach Rio. Otto ist da. Hast du
schon mal Kaiserpinguine gesehen? Ja, das ist nun das Happy End meiner Geschichte. Oskar ist glücklich. Arthur hat endlich jemanden zum Fachsimpeln. Und digital. Mike hat seinen Spaß. Don't call us Schnitzel. Und sogar Pitt. Alle sind glücklich. Und ich? Naja, das Leben bietet immer wieder neue Überraschungen. Sie wissen ja, I love to surprise you. Alles okay? Krass. Aber geht das auch schneller? Ja, ich glaube so. Ich sag wat? Wir sagen Otto. Ich sag wat? Wir sagen Otto. Ich sag wat? Ich sag wat? Ja! Wat hat das wat, wat das wat nur hat? Wat hat das wat, wat das wat nur hat? Sie sagen Otto. Er sagt wat? 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 Ich sag wat? Was hat das Watt, was das Watt nur hat? Was hat das Watt, was das Watt nur hat?